Hallo zusammen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch Lubuntu vorstellen, wenn ihr es denn nicht schon kennt. Ich habe es auf einer separaten Festplatte bei mir installiert. Und ja, Lubuntu, ganz kurz erklärt, ist ein schmaleres Ubuntu, hat keine Unity-Oberfläche, sondern eine LFX, glaube ich, heißt sie, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich jetzt da was falsch gesagt habe, dann bitte nicht totschlagen, aber es ist auf jeden Fall ein ähnlicher, Windows-ähnlicher. Man hat hier unten so einen Start-Button, wie ihr sehen könnt. Und wenn ihr gerade von der Windows-Welt frisch umgestiegen seid oder parallel betreibt, bietet sich Lubuntu an, dann fällt euch so der Umstieg nicht so schwer. Und ihr habt genauso diesen Lubuntu Software Center, er heißt natürlich unter Lubuntu Lubuntu und nicht Ubuntu. Und da könnt ihr auch alles, was ihr wie bei Ubuntu kennt, runterladen und installieren. Hat den Charme eben, dass es auf älterer Hardware mit weniger Arbeitsspeicher und der schwächeren CPU sehr flüssig läuft. Und wenn ihr eh schon einen, sag ich mal, leistungsstarken Rechner habt, könnt ihr die übrig gebliebenen Ressourcen zum Beispiel für virtuelle Umgebungen gebrauchen. Oder einfach, ihr habt einfach ein flüssiges System und ja, könnt halt dementsprechend schnell arbeiten. Wir schauen uns gemeinsam mal Ubuntu oder Lubuntu mal kurz an. Ja, ich habe hier schon mal den uname-a eingegeben, damit wir sehen, was für ein Linux-Kernel drauf ist. Wir sehen hier, das ist die 3.13.0-30 Generic. So, ich minimiere das. Wir machen eine Systemüberwachung, dass ihr auch mal seht. Ich habe hier wirklich einen leistungsstarken Rechner, aber hier wird wirklich minimalst an Ressourcen verwendet. Wir sind jetzt gerade auch im Leerlauf, klar. Aber trotzdem, dass ihr seht, dass hier wirklich minimalst Systemressourcen hier gebraucht werden. Ich glaube, Speicher ist auch wahnsinnig wenig. Also hier seht, also ihr bräuchtet vielleicht einen Rechner mit 1, maximal 2 GB und der Arbeitsspeicher würde euch schon reichen. So, ich würde das hier einfach mal minimieren. Wir fangen einfach mal an mit dem Firefox Webbrowser. Wir gucken uns mal an, was für eine Version jetzt das ist. Das ist die Version 30. Ich glaube, 33 ist unter der Windows-Welt gerade die aktuelle Version. Und ja, in ein paar Tagen wird wahrscheinlich auch jetzt Firefox auf so Linux-Oberflächen auf die 33 hochgezogen. Das geht. Das könnte man natürlich auch mit dem Terminal-Befehl manuell steuern. Ansonsten geht das natürlich über Lubuntu Systemaktualisierung automatisch. Hier oben habe ich mal einen Dokumentenordner angelegt. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Startbutton und schauen uns mal von oben nach unten an, was ist. Bei Bildung haben wir ein LibreOffice Plugin das ist halt für so Formeln für Mathe und so, das kennt ihr wahrscheinlich. Büro, also im Vorfeld war AbiWord installiert. Wir öffnen das, das ist ein sehr, sehr schmales Textverarbeitungsprogramm. Was aber meiner Meinung nach auch für den privaten Bereich absolut ausreicht. Wenn ihr jetzt nicht diejenigen seid, die Bücher zu Hause abtippen oder selber Bücher schreiben, reicht so ein schmales Word-Programm völlig aus. Ist schon mit dabei. Ich habe selber nachinstalliert LibreOffice, weil ich einfach die Oberfläche schon kenne und mir relativ einfach damit tue. Dokumentenbetrachter, das heißt also hier könnt ihr PDFs euch anschauen. Numerik, gucken wir uns mal an. Ist auch so ein schmales Excel-Oberfläche. Ihr seht es schon, auch aufgeräumte Menü-Oberfläche hier. Das ist nicht so wie bei Microsoft Office Excel, dass ihr da, so zu viele Möglichkeiten hat, was einen auch manchmal irritiert. Ja, LibreOffice werde ich jetzt nicht öffnen, das müsstet ihr kennen. Ich öffne es mal jetzt. Ihr seht einfach, wie schnell das geht. Ich klicke einfach mal auf eine Applikation und zack, ich kann schon loslegen. Das ist wirklich genial, also wirklich ein Geschwindigkeitsrausch. Das ist wirklich toll. Ja, Pitkin für Sofort-Nachrichtendienst. Thunderbird ist ein Unterhaltungsmedien. Ja, ihr könnt auch einen VLC-Player nachinstallieren. GeoVView tue ich jetzt gerade hier benutzen. Kazam ist ein Programm, damit ihr euer Bildschirm hier aufnehmen könnt. PTV, Videobearbeitungsprogramm, ganz schmales. Hier habt ihr sogar eine Software, mit dem ihr eure DVDs und CDs brennen könnt. Ist auch schon sofort im Paket drin. Ja, und dann eben die Systemwerkzeuge, wo jegliche Einstellungen möglich sind.
Hier könnt ihr eben über Lubuntu Software Center Software nachinstallieren, aber ihr habt auch die Synaptic-Paketverwaltung schon drin, was auch, sage ich mal, euch nochmal eine Palette an Möglichkeiten zur Softwareinstallation bietet. Ich habe mir nachträglich noch ein bisschen Compiz dazu installiert, weil ich eben ein paar Effekte mir freischalten möchte. Geht also auch unter Lubuntu. Ja, eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, mir gefällt Lubuntu. Guckt euch Lubuntu auch mal an, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit der Unity-Oberfläche nicht so könnt und ja, euch diese Oberfläche hier vielleicht zusagt. Habt ihr Fragen zu Lubuntu, dann stellt sie unter dieses Video. Ich versuche es euch zu beantworten. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei.